Herzlich willkommen zum Mastery Video der Zinsrechnung. Was lernst du heute? Die Formel zur Berechnung von Zinseszinsen. Was brauchst du dafür? Einen Zettel und einen Stift und einen Taschenrechner. Kannst du dich noch an alles erinnern? Zu Beginn wiederholen wir nochmal die wichtigsten Sachen aus den vorherigen Videos. Und zwar das Startkapital, der Zinssatz, die Berechnung der Zinsen, die Zinsen nach einem Jahr, die Zinsen nach 2 Jahren, die Berechnung des Endkapitals, das Kapital nach einem Jahr, das Kapital nach 2 Jahren und die Berechnung des Kapitals nach 2 Jahren. Überall dort, wo du Pünktchen hast, setze bitte die Variable hinzu, wie das Ganze abgekürzt wird bei den Berechnungen. Schreibe dir auf, wie die Formeln dazu lauten. Als Beispiel: Das Startkapital wird mit K0 bezeichnet. Pausiere kurz das Video und schreibe dir auf deinen Zettel die richtigen Antworten. Na, weißt du noch den Rest? Überprüfen wir kurz. Der Zinssatz wird mit P abgekürzt. Die Berechnung der Zinsen sieht aus: Z ist gleich K0 mal P Hundertstel. Die Zinsen nach einem Jahr ist Z1. Die Zinsen nach 2 Jahren ist Z2. Die Berechnung des Endkapitals haben wir auf 2 Möglichkeiten kennengelernt. Zum einen K ist gleich K0 plus Z oder K ist gleich K0 mal Klammer auf 1 plus P Hundertstel Klammer zu. Das Kapital nach einem Jahr wird K1 geschrieben. Das Kapital nach 2 Jahren wird mit K2 beschrieben. Und die Berechnung des Endkapitals nach 2 Jahren hat wieder beide Möglichkeiten. K2 ist gleich K1 plus Z2 oder K2 ist gleich K1 mal 1 plus P Hundertstel. Starten wir gleich mit einer kleinen Aufgabe. Sabrina legt für 3 Jahre 2000 Euro auf ein Sparkonto mit 2% Zinssatz. Berechne ihr Endkapital am Ende dieser Laufzeit. Pausiere kurz das Video und löse die Aufgabe. Na, hast du noch alles richtig eingesetzt? Überprüfen wir ganz kurz. Das Startkapital, also K0, kann man aus der Angabe rauslesen und ist 2000 und P ist gleich 2. Setzen wir wieder in die vereinfachte Form ein, erhalten wir K1 ist gleich 2000 mal 1,02 und das ergibt 2040. K2 ist 2040 mal 1,02 und das ergibt 2080,8. Und das Kapital nach 3 Jahren beträgt 2080,8 mal 1,02 und ist gerundet 2122,42. Aber geht es denn nicht leichter, das Endkapital nach mehreren Jahren zu berechnen? Doch, natürlich geht es und das zeige ich dir jetzt. K1 haben wir berechnet mit K0 mal 1 plus P Hundertstel. K2 wissen wir schon, ist K1 mal 1 plus P Hundertstel. Wenn wir jetzt nun für K1 den Ausdruck aus der ersten Zeile einsetzen, erhalten wir K2 ist gleich K0 mal 1 plus P Hundertstel mal 1 plus P Hundertstel. Und das ist in dem Fall nichts anderes als K0 mal 1 plus P Hundertstel in Klammer zum Quadrat. Wenn wir uns nun K3 anschauen, wissen wir, K3 ist gleich K2 mal 1 plus P Hundertstel. Wenn wir wieder den Ausdruck von oben einsetzen und verkürzen, erhalten wir dadurch K3 ist gleich K0 mal 1 plus P Hundertstel hoch 3. Das Ganze kann man weiterspielen, so weit wie man möchte. Wenn wir uns das Ganze jetzt allgemein betrachten, erhalten wir nun Kn ist gleich K0 mal 1 plus P Hundertstel in Klammer hoch n. Und n steht für die Anzahl der Jahre. Schauen wir uns gemeinsam ein Beispiel an. Christoph möchte 5 Jahre sein Erspartes von 6.000 Euro auf ein Sparkonto mit 2,5% Zinssatz legen. Wie groß ist sein Kapital nach dieser Zeit?
Aus der Angabe heraus können wir lesen, dass K0 gleich 6000 ist, P gleich 2,5 und N gleich 5 ist. Nochmal hier die allgemeine Formel. Wir setzen unsere Werte ein und erhalten dadurch K5 ist gleich 6000 mal, Klammer auf, 1 plus 2,5 Hundertstel, Klammer zu, hoch 5. Das können wir wieder vereinfachen. Auf K5 ist gleich 6000 mal 1,025 hoch 5 und das ergibt am Ende 6788,45. Also, Christoph kann nach 5 Jahren 6788,45 Euro von seinem Konto abheben. Jetzt bist du ein letztes Mal an der Reihe. Susanne legt ihr Erspartes von 3.500 Euro für 9 Jahre auf ein Sparkonto mit 3,5% Zinssatz. Berechne ihr Kapital am Ende dieser Laufzeit mit Hilfe der Formel. Hier hast du noch einmal die Formel. Pausiere kurz das Video und löse die Aufgabe. Glaubst du, hast du richtig gerechnet? Schauen wir uns das an. K0 bestimmen wir mit 3.500. P ist gleich 3,5 und N ist gleich 9. Eingesetzt in unsere Formel ergibt das K9 ist gleich 3500 mal 1 plus 3,5 Hundertstel in Klammer hoch 9. Vereinfacht ist das 3500 mal 1,035 hoch 9. Und das Endergebnis von dieser Rechnung ist 4770,14. Also Susanne bekommt nach 9 Jahren 4770,14 Euro von der Bank. Vielen Dank fürs Zusehen meiner Lernvideos. Du hast nun den ganzen Lernzyklus über Zinsen und Zinseszinsen geschafft.